Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Tun wir nicht so, wir wissen alle, dass das die zweite Folge von diesem Randomizer, von dieser Randomizer Nuzlocke ist, wir aber in der ersten Folge den Run bereits verkackt haben. Applaus für mich. Ich habe an sich dieselben Einstellungen wieder vorgenommen wie letztes Mal, nur habe ich dieses Mal Game-Breaking Moves gebannt. Das sind Dragon Rage und Sonic Boom. Denn wir haben letztes Mal durch Dragon Rage den Run verloren. Jetzt habe ich alles natürlich nochmal neu gerandomized und hoffe, dass ich wieder einen guten Starter bekomme. Und dieses Mal vielleicht auch ein besseres Erstrouten-Pokémon. Ich kann mich nicht nochmal Günther nennen, das ist klar. Wir brauchen jetzt einen anderen Namen. In Caps. Es ist halt echt super. Die Aufnahme von der letzten Folge ist gerade auch nur ein paar Minuten her. Ich habe nur kurz neu gerandomized. Einen anderen Fall, die alte habe ich noch, die wirklich super lief. Wer es nicht gesehen hat, guckt euch die letzte Folge an. Guckt sie euch nicht an. Aber komm, da kann man jetzt auch nicht sagen, ich war einfach scheiße. Ich meine, das Viech kommt dann halt auf Route 2 mit Dragon Rage an. Da hat man halt verkackt. So. Bitte. Wir brauchen wieder gute Starter. Letztes Mal hatten wir zwei schlechte und Regigigas. Alles klar. Hallo? Das Spiel hat gerade leichte Probleme. Oh, ein Kokowai. Ja! Wir haben Kokowai und Seedraking. Das ist doch nice. Ja, das ist schon eine geile Auswahl. Ich nehme Seedraking. Ich meine, Wampel war jetzt vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei, aber Alter. Schön. Schöne Auswahl. Och Mann, dieses Mal ist sie nicht Esteban. Und benutzt Porygon. Es ist halt schon... Es tut halt immer noch weh. Bubble Water Gun, ja. Ich hätte Water Gun benutzen sollen, das ist stärker. Viel stärker muss es aber auch nicht sein. Die Animation dauert mir nur ein bisschen lang. So, komm. Dieser Run wird besser. Dieser Run wird besser als der letzte. Das Ding gibt gleich richtig viel Erfahrung. Okay, weniger als ich dachte. Fucking cool Trainer Jill, willst du mich flachsen? So, nächste Runde. Das Ziel wird sein, wie bei der ersten Folge, auf Route 2 zu kommen und hoffentlich dann mit drei Pokémon die Folge zu beenden. Letztes Mal hat es nicht ganz geklappt, weil das Pokémon, das das dritte werden sollte, mein erstes umgebracht hat und mein zweites nichts konnte. Haspirohr, sag mal, das kriegst du ja wohl auch hin. Das Einzige ist halt wirklich, dass ich hier keine Angriffe habe. Keine wirklichen Angriffe, die keinen Water-Type haben. 20 und 40, ja, beides nicht stark.
Ich dachte, dass es vielleicht ein bisschen besser wäre. Das hatten wir auf Regigigas die Attacke. Aber wir wissen, was damit geschehen ist. Sagen wir einfach, Lord Ecke ist schuld. Er war das zweite Pokémon und konnte nichts. So. Jetzt wieder hier. Maximale Energie. Es ist gut, dass es so schnell geht. Wenn man das ganz normal machen würde, würden wir in der ersten Folge vielleicht nicht mal zum Endkampf kommen. Einfach so wirklich alles vorlesen, normal ablaufen lassen. Nee, wir würden nie im Leben zum Endkampf kommen. Ab geht's, Zedra King. Nickname habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Einen haben soll's schon. Ein weibliches Zedra King. Ja, der Kindra weiblich. Machen wir mal einen langweiligen. Queendra. So, passt. So. Jetzt sind wir schon unmittelbar vorm ersten Encounter. Ja, laber nicht. Ich will einen Encounter der OM. So, das musste natürlich erst wieder erledigt werden. Da drüben. Also wenn das manchmal einfach eine Weile dauert, bis ich das hier eingetragen habe. Sorry. So, komm, weiter. Wir wollen hier jetzt wirklich einfach schnell vorankommen. Das juckt mich nicht, was du hier machst. Crit das Ding doch einfach und one-shotte es. Das Programm wurde ausgetappt. Labert nicht, ich will weiter. So, guter Encounter, bitte. Letztes Mal hatte ich wohl den mit schlechtesten. Warte. Das ist ein legendärer Ruf, oder nicht? Nee. Ich dachte, das wäre wieder irgendein Feen-Legendäres oder so. Das Ding hatte ich in meinem letzten privaten Run. Aber ich hab's nie benutzt. Ich hab's gegen Ende bekommen als fünftes Viech und... Ja. Ich hab Angst, dass es vom nächsten Blubber stirbt. Mitnehmen will ich's schon. Ich bin zwar nicht begeistert, aber... Jawohl. Wie nennen wir dich?
Eigentlich weiß ich's, ich frag nur. Aber erstes Plus schon mal ist auf jeden Fall besser als Magby. Die Attacken. Okay, das kann sogar ganz gut sein. Ist aber auch das Einzige. Ach, vor allem habe ich statt Tickle Tackle gelesen und dachte, ich hätte zumindest zwei Angriffsattacken. So, dann müssen wir jetzt noch über den Rest dieser Route. Hoffen wir einfach, dass wir mit den beiden weiterkommen als mit Golem und Leander. Jawohl. War das beim Hui? Wir haben alle zwei. Wie kann das nur sein? Ich bin schon mal froh, wenn ich hier an der Stelle Gleichstand mit den anderen habe. Das heißt, zwei Pokémon. Kann ja auch passieren, dass man das erste nicht bekommt. Den Encounter. Ach, warum musst du mir ein Pokémon Center erklären? Ich werde es vermutlich relativ ähnlich machen wie letztes Mal. Also so. Und ich werde versuchen, noch ein, zwei Level auf Gucci zu bekommen. Ja, ich weiß, da geht die katholische Kirche ab. Das hätte mein Encounter sein können, Leute. Queendra, du schaffst es doch. Wenn nicht. Ja. Queendra und Gucci leveln beide. Ich sollte nicht mit Gucci kämpfen. Ich habe so ein Glück, dass mein Starter Seedraking ist. Okay, Level 5 schon mal für Gucci. Aber jetzt in meinem Ernst, ich habe so ein Glück, dass ich gerade einen Seedraking hatte. Ansonsten Lavados. Das wäre wirklich nicht schön gewesen. So, Gucci ist Level 5. Das heißt, es kann jetzt auch mal versuchen, selber zu kämpfen. Ja. Nächstes Lavados, aber wir wissen ja jetzt, das ist für Seedraking keine Bedrohung.
und es gibt ein bisschen Erfahrung, warum nicht? Und tschüss. Das reicht aber nicht für ein Level. Ich hab halt Angst, dass hier irgendwie jetzt was noch anderes krasses spawnt. Aber es ist nur Gucci. Mir fällt jetzt erst auf, dass der englische Name von dem Ding ja echt ein bisschen nach Gucci klingt. Sehr schön. Level 7. Das ist ja schon mal gut. Gucci ist anders als Leander letzte Folge useful. Und wird auch an der Spitze im Kampf gegen Anne stehen. Ich bin immer noch auf High Speed, oder? Genau. So, Jesus Christ, wieder am Labern. Yikes. Ja, ja, macht nur. Ich will nur noch N besiegen und meinen nächsten Encounter heute. Dann machen wir mal eine kürzere Folge vermutlich. So, N. Hat er dieses Mal ein besseres Pokémon? Ja. Besser als letztes Mal, aber zum Glück nicht broken. Problem, ich sehe nicht, was Queendra hier helfen soll. Aber wenn der Tailslap ein bisschen, der kann ja 2 bis 5 mal treffen. Wenn ich das mal irgendwie 4-5 kriege, dann ist es weg. 4 habe ich bekommen, aber 5 hätte es gebraucht. Aber kein Problem. Jawohl, Gucci. Boah, das gibt so viel. Da hätte ich vielleicht für den letzten Hit Queendra einwechseln sollen, damit beide richtig gönnen. Jawohl, Gucci hat's. Gucci ist jetzt höher gelevelt als Queendra. Das war wirklich nicht der Plan. Aber ich hatte auch ehrlich nicht damit gerechnet, dass das so viel Erfahrung gibt. So, komm, letztes Pokémon für heute. Kurz die Running Shoes und dann den Encounter. Und hoffen wir, dass wir dieses Mal einen genauso coolen Encounter bekommen wie letztes Mal, ihn aber auch fangen können und dabei kein Pokémon verlieren. Weil, man muss ja sagen, trotz allem, der letzte Encounter hat zwar meinen Run beendet, der letzte, also der Encounter hier im letzten Run hat den Run zwar beendet, aber es war trotz allem halt saugeiler Encounter, das war ein Trikefalo. So, und jetzt geht's wieder rein da. Wieder erst das Item. Was bringt das? Wow. Der Ruf klingt gar nicht schön. Oh! Deutlich besser, als ich erwartet habe. Ich kann
kann das Ding halt nicht wirklich angreifen. Das wird nicht viel machen. Poison Powder. Kann das auf der Overworld killen in diesem Game? Kann das in diesem Game auf der Overworld killen? Ich hoffe nicht. Ich glaube zwar nein, aber... Nein! Nein! Was, der ist mit? Ich schwöre euch, ich habe das Ding tot gesehen. Jetzt müssen wir aber hoppen. Weil wenn das nicht gleich drin bleibt, dann wird Gucci sterben. Und es verschwendet seinen Zug. Oh Gott, bitte. Ich weiß leider auch, dass das Ding eine scheiß Fangrate hat. Das wird nix. Ich gehe das Risiko ein. Ein Ball noch. Ansonsten bin ich raus. Muss ich nachgucken. Ich hoffe, ich habe mich weit genug runtergebeugt, dass man nicht gesehen hat, dass mir die Maske vom Kopf gerutscht ist. Wir haben Loreblatt. Und ich sag's, wie es ist. Gucci hat zwar in der kurzen Zeit, wie es bei uns war, einen sehr guten Job erledigt, aber ich würde diesen Tausch jeden Tag eingehen. Jetzt ist nur das nächste. Okay, ich komm raus. Warte, macht Poison überhaupt Schaden auf der Overworld hier in dem Game? Sieht irgendwie nicht so aus. Aber so oder so war es das mit der heutigen Folge von Pokémon Black Randomizer Nuzlocke Challenge. Dieses Mal haben wir die erste Folge überstanden, den Rahmen aktualisiere ich zur nächsten Folge. Wir haben zwei Pokémon im Team. Und das Moveset von Lorbeere sah verdammt gut aus, als ich gegen es gekämpft habe. Ja, auf jeden Fall kann man das gut machen. Ich bin zufrieden. Nur, dass wir Gucci verloren haben, ist natürlich schade. Aber der Run lebt noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann und ciao. Ach ja, übrigens, ich werde
keine Backup-Box nutzen. Wenn mein Team voll ist und ich irgendwo dann keine Encounter fangen will, dann werde ich das schon so machen, dass ich dann wenn ich eins Encounter trotzdem einfach Nein sagen kann. Und halt, sobald ich dann eins fangen will, muss ich das erste in der Gegend nehmen. Bin ich behindert? Habe ich da gerade einen Namen reingeschrieben? So, bis zum nächsten Mal und ciao.